Ich sehe eine Uhr leib an der Alte, wie ich über die Straßen gehe. Ich denk mir nix wie hinten nach, da übernehme ich mit dem Schmäh. Sie dreht sich um, sie hat ein Gesicht wie eine Madonna und eine Brust, dass mir das Herz zum Klopfen anfängt, gleich vor lauter Liebeslust. Auf einmal birgt sie um eine Ecke und verschwindet in ein Haus. Paniegelgassen Nummer 17, diese Chance lass ich nicht an. Ich steh im Hausflur und hör's schnickeln, wie sie über den Stirn geht. Wenn die wo aufsperrt und dann weg ist, na das war halt wirklich blöd. Ich schleich ihr nach auf leisen Sohlen, hör's, die wohnt im vierten Stock. Beim allerletzten Treppenabsatz sieh ich ihr schon unter den Rock. Sie sucht den Schlüssel in ihr's Schäbern, in ihren Handtaschen und drin. Ich trete vor und sag, dass ich der beste Schlüsselsucher bin. Schaut mich an und meint, aha, na ja, dann sorgen sie bitte sehr. Da haben sie das Taschel, ich vertrau ihnen, sie sind ein feiner Herr. Ich find den Schlüssel und ich sag, halli, hallo, da ist er eh. Sie fragt mich, wollen sie nicht reinkommen auf einen Tee oder Kaffee? Ich glaub, ich bin im siebten Himmel und sag ja, bitte gern. So wie man sich das heute erwartet von einem so einen feinen Herrn. Wir sitzen auf dem Kanapee, ihr Rock ist wirklich ziemlich kurz. Man kommt sich näher, ich bin sicher, diese Burg steht vor dem Sturz. Ich stelle das Heferl auf die Seiten und geb ihr einen zummen Kuss und greif ihr auf ihren super Busen, hart als wie ein Kokosnuss. Auf einmal sagt sie nicht so hastig, weil da war noch was zum Klären. Ich nimm normalerweise ein Fleckerl, grad bei so einem feinen Herrn. Ich sag, daran soll es nicht scheitern, ich hab immer eins dabei. Sie sagt, dann sind wir sich ja einig und sie macht sie unten frei. Doch plötzlich stutze ich und denk, man dürfte sein auch schräg und groß. Soweit ich mich erinnern kann, schaut eine Frau dort anders aus. Sagt mit einer Männerstimme, geh Bursche, sei nicht so verwirrt. Man soll im Leben nichts verurteilen, hat man's noch nicht ausprobiert. Was weiter war, gestattet mir, dass ich mich da in Schweigen hüll. Ich will nur eins verraten, irgendwie hab ich ein blödes Gefühl. Meine Frau behauptet, ich bin komisch und schau aus wie aus dem Grab. Und fragt mich dauernd, ob ich irgendwelche Sonderwünsche hab. Ihr seid so herrlich, wie so ihr jede ganze Wahrheit so. Panikelgassen Nummer 17, diese Geschichte liegt mir im Mund.